wir müssen heute den Stream leider mal mit einem etwas anderen Gespräch beginnen. Und zwar gab es nämlich gestern folgenden Post bei Twitter. Und das fand ich ein bisschen kurios, weil das nicht das erste Mal war, dass ich sowas in die Richtung gehört habe. Und zwar hat sich nämlich ein Team zu etwas geäußert. Ich lese das jetzt kurz vor. Und dann übersetze ich das mal kurz, ja? The purpose of the following post is to shed some light on the rather appealing side of our passion that is sim racing, especially esports. We feel that this is not being talked about enough. In the interest of the integrity of future competitions, we believe it is to be necessary to make the following issue public. Covana GmbH, the organizer of the SGP Professional Trophy 2022 and the ADAC Sim Racing Expo 2022 have been refusing to pay the three-digit prize money earned by Beck and Lindner Esport GbR in the SGP Professional Trophy 2022. All attempts to contact Covana payment reminders and even duns have not been answered. Therefore, we feel forced to take legal actions against Covana in order to enforce our claim. 2022 übrigens, ne? Letztes Jahr. Nur nochmal, ne? Also wir sind da übrigens auch mitgefahren. Wir haben nur nichts gewonnen, ne? Also es geht jetzt also darum, um den ersten Absatz hier zu übersetzen für Menschen, die kein Englisch können. Es geht wohl darum, dass dort Beck and Lindner, das E-Sports-Team, hat dort etwas gewonnen und Covana möchte scheinbar oder ist nicht gewillt oder in welcher Hinsicht auch immer, möchten kein Geld zahlen. Oder sie zahlen es einfach nicht. Und das war vor wie vielen Monaten? 6, 7, 8? Ich glaube fast 8 Monate, wenn ich richtig in Erinnerung liege. 8 Monate kein Geld ausgezahlt. Ich lese weiter. Some may think our actions to be excessive, although this is not just about the money. Covana seem to follow a scheme of simply waiting out claims of smaller organizations and private individuals in order to keep the money. This has been ongoing since the on-stage competition in 2021. This kind of behavior from an organizer with a substantial responsibility for sim racing has created serious doubt among our team about the priorities of Covana actually are. The much promoted facade of professionalism seems more and more questionable. This is why we want to make this issue public using the platform we have with our current team and also encourage others to enforce their claims against Covana because we are not the only ones. Our team is very disappointed by the situation and we hope Covana are willing to resolve the issue soon to avoid further consequences. Das ist übrigens nicht das einzige Team und nicht die einzige Firma, die kein Geld gekriegt hat. So viel soll schon mal gesagt sein. Also irgendwo gibt es ein Problem bezüglich der Firma und das, was die Firma veranstaltet. Und jetzt stellt sich mir die Frage, also der Betrag für Beck and Lindner sind übrigens, ist ein dreistelliger Betrag, ne? Also wir sind da noch im 100er-Bereich so. Und das ist, wie gesagt, nicht die einzige Butze. Jetzt muss man dazu sagen, als Team, wenn man zum Beispiel auf der Sim Racing Expo fahren wollte, musste man ein bisschen in die Tasche greifen, weil man wurde als Team dort nicht eingeladen, sondern man musste dort vor Ort noch was löhnen. So, jetzt musst du dir also vorstellen, dass Teams dort hinkommen, sie löhnen etwas und dann gewinnst du dort vor Ort und dann kriegst du dein Preisgeld. So, und da frage ich mich ganz ehrlich, das ist also eine Sim Racing Expo, das ist in Deutschland ja ein, könnte man sagen, eine Institution, die uns ja, und ich sage jetzt einfach mal uns, repräsentiert. So, und da frage ich mich an der Stelle wirklich, ist das denn so repräsentativ, wenn eine Firma dann die Preisgelder nicht auszahlt? Und wenn du nur dir einmal, und das kann ich euch jetzt nur mal so mitgeben, wenn man nur einmal nach Erfahrungen mit Covana googelt, sehen die Bewertungen dort meistens nicht so prickelnd aus. Sie sehen wirklich nicht prickelnd aus. Und nur das, was dort steht, ne? Also nur um jetzt einmal was zu zeigen. Also wenn wir jetzt mal hier auf diese Seite gehen, das ist eine, ja,
ich sag mal, da können Mitarbeiter ihre Firmen bewerten, dann ist das schon wirklich wild, was man hier lesen kann. Dann ist das wirklich schon sehr, sehr wild. Ich möchte das jetzt in keinster Weise kommentieren an der Stelle. Das könnt ihr euch selber durchlesen und euch ein Bild davon machen. Ich gebe euch jetzt mal die Links. Und dann kannst du auch noch weiter gucken und du wirst immer solche Sachen finden. Und da frage ich mich an dieser Stelle, wenn wir doch für Simracing arbeiten wollen, ne, was ja nach außen hin immer kommuniziert wird. Also das ist ja professionell, das soll gut sein für Simracing und das soll das Ganze weiter nach vorne bringen. Dann frage ich mich, warum wir das so machen. Jetzt mal im Vergleich. Wir haben ein VEM-Rennen veranstaltet, gemeinsam mit der LFM. Eine halbe Stunde nach dem Rennen hatten alle ihre Preise. Eine halbe Stunde später. Weil man muss ja nicht unbedingt eine halbe Stunde machen. Das ist jetzt ein Anspruch, den wir jetzt haben an der Stelle. Aber es kann ja bitte nicht sein, dass nach 8 Monaten oder sagen wir mal 6 Monate, ne, wir rechnen jetzt mal mit 6, dass nach 6 Monaten immer noch keine Preisgelder ausgezahlt werden und dort einfach nicht kommuniziert wird. Auf einer Messe, wo wirklich sehr viele Leute vorbeikommen, sich viele Leute dort für Simracing interessieren. Und das ist dann so die Schattenseite unten drunter, von der keiner was mitbekommt. Und das finde ich so schade und so traurig, dass das an dieser Stelle so in der Form stattfindet und das nicht nur ein Team ist und das nicht mal nur abhängig ist von Teams. So, also an der Stelle würde ich persönlich gerne mal wissen, was so die Gedankengänge dahinter sind und warum man das macht. Du kannst doch nicht etwas veranstalten und dann dem Ganzen nicht nachkommen. Das geht doch nicht. Also nur, dass so das öffentliche Auftreten super ist an der Stelle und hintenrum machst du sowas. Das hilft E-Sports an keiner Stelle. Das hilft auch Simracing schon wieder nicht an keiner Stelle. Jedes große Event bis dato, ob es nur virtuelles Le Mans ist, SRO und jetzt auch noch die SGP, ist jedes Mal in irgendeiner Form eine absolute Shitshow. Und ich frage mich, warum die Leute das nicht auf die Kette kriegen, das vernünftig und ordentlich zu machen. So, jetzt kommt das raus. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, es spricht sich nicht rum. Also ich habe nicht genug Reichweite, damit das noch mehr Menschen im Simracing mitkriegen. Normalerweise wäre die logische Konsequenz, nicht auf die Simracing Expo zu gehen. Weil damit unterstützt du sowas und solch ein Verhalten. Und das ist doch super traurig, dass A, Menschen das nicht mitkriegen und B, dass das überhaupt eine valide Praxis ist. Und wenn ich mir beispielsweise, ich kann mich leider nicht mehr an das Team erinnern, sie haben bei uns Headsets gewonnen. Die Headsets waren, glaube ich, nach einer Woche wurden die versendet und bei einem gab es Probleme und da wurde sich drum gekümmert. Und die Antwort darauf ist, wow, das geht aber schnell. Bei anderen musst du ewig und 3 Tage warten oder es kommt gar nicht an. Das kann nicht der Maßstab sein. Und das wird auch nicht der Maßstab sein. Und das ärgert mich so unfassbar, weil das genau eine Nische ist, in der ich gerade drinne bin und die ich sehr feier und selber da drinne agiere, gemeinsam mit der LFM zusammen, indem wir VEM geschaffen haben, dass das eine gängige Praxis ist. Und ich appelliere an alle Firmen da draußen, hört auf mit dem Scheiß. Soll das denn? Also es ist doch nur wirklich wahrlich nicht sehr intelligent in Zeiten von 2023, wo man sowieso alles rauskriegt und alle untereinander sprechen, dass das valide sein kann. Das kann nicht valide sein. Und das muss jetzt nicht, nicht nur unbedingt auf diese Firma gemünzt sein, die das dort veranstaltet, sondern im Allgemeinen kann das nicht valide sein. Und Menschen wundern sich, warum E-Sports und jetzt auch im speziellen Simracing einfach ein fucking Joke ist. Deswegen ist es ein Joke. Unter anderem. Und wenn es nicht das Schlimme daran ist und wenn es nicht noch Leute sind in meinem engeren Kreis, wo ich noch viel mehr wüsste, wofür ich aber belangt werden könnte in der Form und ich den Kopf nicht in eine Schlinge stecken will, es ist bescheuert und ich verstehe es nicht und es macht mich so traurig, das zu lesen, dass das gängige Praxis ist. Und nicht nur in Form von Preisgeldern, sondern auch noch darüber hinaus. Also falls ihr die Möglichkeit habt, das an irgendwelche Leute zu teilen, dann teilt das. Weil ausnahmsweise bin ich mal sehr, sehr, sehr erfreut darüber, wenn sowas ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Damit dieser Quatsch irgendwann mal aufhört. Weil die nächste Simracing Expo beispielsweise steht wieder vor der Tür und naja. Und dann kann man das ja vielleicht mal. Lassen.
nicht wahr?